Ich sollte eigentlich schlafen, aber von Gil. Oh, ich habe 42 Stunden durchgearbeitet, das Schiff schnurrt wie ein Kätzchen. Nun habe ich mich hingelegt, um kurz die Augen zuzumachen, bin aber hellwach. Also dachte ich, ich nutze die Zeit, um ein paar Geschichten zu schreiben. Sie wussten nicht, dass ich Gedichte schreibe? Ach, Gedichte, nicht Geschichten. Tja, ich auch nicht, was vermutlich daran liegt, dass ich es nicht tue. Egal, hier ist jedenfalls eines. Helios, wirst du uns heilen? Oder werden wir leiden? Weil die Kett es uns neiden? Unser Glück? Moment mal, kann es sein, dass es gar nicht so schlecht ist? Oder ist einfach der analytische Teil meines Gehirns im Tiefschlaf? Keine Ahnung. Vergessen Sie es von Gil, Sie wissen ja, dass ich hier bin, um nach meiner wahren Bestimmung zu suchen, richtig? Tja, Gedichte sind es jedenfalls nicht. Helios, wirst du uns heilen? Was für ein Scheiß. Warum quatschst du mich eigentlich voll, Gil? Du nervst. So viel besser von Phoebe, die Entspannte. Normalerweise versende ich keine E-Mails. Jedenfalls keine Mails, die einfach nur reflektieren oder Sachen Revue passieren lassen. Aber ich habe kein Problem damit, Ihnen zu sagen, wie super ich unseren Schwebeausflug fand. Und das Seltsame ist, ich glaube, es war sogar besser, weil Sie dabei waren. Hat dem Ganzen ein wenig nostalgischen Autoscooter-Flair verpasst. Vielleicht fange ich an, Sie ein wenig zu mögen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber darüber will ich jetzt gar nicht nachdenken. Ich will entspannt bleiben. Phoebe. Danke fürs Zuhören von Liam. Okay, das war's schon. Gut. Unser letztes Gespräch mit Vetra. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, ich bin nicht weinerlich rübergekommen. Hätte mein Leben anders verlaufen können? Klar. Ich hätte einen Vater haben können, eine Mutter, eine strenge Erziehung und beste Aussichten auf eine turianische Beamtenlaufbahn mit gestärktem Kragen und striktem Gehorsam. Was ich sagen will, anders ist nicht immer besser. Ich bereue nichts. Oder was ich getan habe, um an diesen Punkt zu kommen. Ich bereue es auch nicht, hergekommen zu sein. Vetra. Update zu Jarl von Lexi. Hallo Ryder, ich dachte, Sie sollten wissen, dass ich mit Jarl gesprochen habe. Nach einigem Nachdenken scheint er nun zu akzeptieren, dass der Aufstieg nicht rückgängig gemacht werden kann. Danke für Ihre Unterstützung. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, schlechte Nachrichten zu überbringen, schon gar nicht einem Freund. Aber manchmal ist das der einzige Weg, um wieder nach vorne zu blicken, damit der Heilungsprozess einsetzen kann. Ich werde weiterhin Tests durchführen und die Daten über den Aufstieg studieren, die Sie aus der Kett-Einrichtung mitgebracht haben. Ich rechne zwar nicht damit, dass sich an den Ergebnissen etwas ändert, aber Gründlichkeit hat noch nie geschadet. Lexi. So, eine Nachricht noch. Kommunikation von Jarl. Ryder, die Moshay, hat Neuigkeiten aus Aya geschickt und mich gebeten, sie mit ihnen zu teilen. Unter ihrer Führung erlauben die Behörden das Studium im Gewölbe von Aya wieder. Es ist natürlich mit großen Risiken verbunden, deshalb beschränkt sie die Teilnahme auf ihre besten Schüler, die zudem von bewaffneten Wachen begleitet. Sie hat zwar nicht ihre Fähigkeiten, mit den Relikten zu interagieren, doch sie will bereit sein, ihnen zu helfen, wo sie nur kann, wenn Meridian gefunden wird. Wir leben in interessanten und aufregenden Zeiten. Jarl. Okay, sehr schön. Dann schmeißen wir die mal alle ins Archiv. So, da gab es doch einiges Neues. Mit Carrie über die Angara sprechen, genau, wenn wir das nächste Mal auf die Nexus gehen, machen wir das. Mit Raiders of Volt treffen, genau, das war ja die erste Nachricht, die wir bekommen haben. Und nach Kadaraport im Gavorkan-System reisen, genau, das ist unsere Hauptquest. So, dann noch kurz mit Suvi und mit, wie heißt er? Ich hab's gerade vergessen. Naja, mit dem Piloten halt reden. Die Kett-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Kett. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Je mehr Sie und der Rest des Teams über sie herausfinden können, desto besser stehen unsere Chancen. Wir arbeiten bereits daran, Pathfinder. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Okay, Callow heißt er, genau, stimmt. So, dann sprechen wir nochmal mit ihm und dann haben wir es auch geschafft. Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Callow. Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Okay. Gil macht mal wieder sein eigenes Ding.
und regt sich dann drüber auf, wenn es anderen Leuten nicht passt. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Was kann ich für Sie tun? Gibt's denn noch irgendwas? Oh ja, Ihre Meinung über die... Ach nee, das ist ja auch alles das Übliche. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich muss sagen, ich bin da auf Kellos Seite. Und wenn jemand einfach nicht lernen will, dass er nicht machen kann, was er will, ohne mit anderen drüber zu reden, dann hat er eben Pech gehabt, wenn seine Arbeit kaputt gemacht wird danach. Aber der kann halt nicht einfach rumspielen, wie er will dort. So genau, ein freier Tag auf Aya könnten wir jetzt noch machen. Das machen wir jetzt aber nicht. Anomalie auf den Sensoren. Okay, ich möchte mir erstmal anschauen, was wir sonst noch so an Möglichkeiten haben. Sonde unterwegs. So, die Anomalie gefunden. Die checken wir noch. Ein Angara-Satelliten-Nachpunkt. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt. Diesem Astronomen auf Aya zufolge müsste hier eigentlich ein Satellit sein. Ich kann nichts entdecken. Falls hier tatsächlich ein Satellit war, ist er jetzt weg. Sie meinen, er wurde zerstört? Ich meine, er ist weg. Wäre er zerstört worden, würden wir zumindest Trümmer finden. Aber hier ist überhaupt nichts. Versuchen wir es bei einem anderen Nav-Punkt. Okay. Aber hier ist auch viel Geißelenergie, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie damit zu tun hat. So, mehr gibt's jetzt aber nicht an Anomalien. Nein, gut. Schauen wir mal. Aha. Ist es nur ein neues System? Der Rest ist noch alt? Sieht ganz danach aus, wa? Yep. Na gut, dann gehen wir mal nach Gvorkym. Auch wenn diese Satelliten vielleicht noch in alten Systemen sind. Aber das kann ich auch mal nach der Aufnahmesession checken und wir schauen uns das dann in der nächsten Aufnahme einfach direkt an. System Gvorkym. Wir nähern uns Kedera. Was wissen wir über diesen Ort, abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus ist? Eine Gruppe von Exilanten, die sich die Verbanden nennt, hat Kedera-Port von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle. Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass Kedera-Port sowas wie das Omega der Andromeda-Galaxie wird. Checken wir erstmal die Anomalie. Erhalte Scan-Daten. So, das überspringen wir wieder. Was haben wir denn da? Die spärlichen Überreste eines Cat-Landungsschiffs. Wer immer es zerstört hat, war beim Ausschlachten sehr gründlich. Aber vielleicht war der ja doch etwas übersehen. Ja, hat er. Hat er. Gut, nehmen wir gerne an uns. Okay, das war die einzige Anomalie, zur Zeit zumindest. Gehen wir mal nach Bakker. Oder Bakker. So, gibt's hier irgendwas zu entdecken? Nein. Gibt's nicht. Gut, nächster Planet. Mine? Mine? Mine. Anomalie auf den Sensoren. Ich dachte es mir gerade, da hat schon irgendwas gezuckt hier auf dem Planeten. Aber der sieht aber ganz schick aus eigentlich von der Oberfläche her, oder? Was hat er denn so? Der hat einen ziemlich hohen Druck hatte. Okay, ein bisschen kalt, vielleicht mit minus 28 Grad Celsius. Aber es geht noch, also es wäre noch lebensfähig sogar. Zu den verfügbaren Ressourcen auf dem passend, wenn auch einfallslos benannten Planeten Mine gehört Kobalt und Bohr. Die Arbeiter leiden unter der hohen Gravitation und den eisigen Temperaturen, die ihnen den Abbau erschweren. Das glaube ich. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Ein Berg. Aha. Dichte und radioaktive Metalle erschweren das Scannen einiger Teile von Mine enorm. Dieser Berg, der voller wertvoller Materialien ist, war bis zu unserer Ankunft unentdeckt geblieben. Na dann. Wollen wir den doch gleich mal untersuchen und die Erfahrungspunkte dafür einsacken. Gut, da sind wir, genau. Troprohr.
Ist der nächste Ort, an dem wir fliegen? Irgendwas zu finden? Nö, gut. Dann noch zu dem hier hinten, Tyvernos. Und schließlich haben wir dann noch Kadara Port. Anomalie auf den Sensoren. Okay. Ich dachte mir schon, dass es das da ist. Das sieht schon merkwürdig aus, das Ding. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein Beryllium-Vorkommen. Sehr schön. Das nehmen wir gerne an uns. Gut. Damit haben wir schon 83% bei der Erkundung dieses Systems und machen uns auf nach Kadara. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Sehr gut, sehr gut. Eine Ansage an alle eintreffenden Schiffe. Der Hafen ist eine Waffenstillstandszone. Auf Befehl von Sloan Kelly. Sie war Leiterin der Nexus-Sicherheit. Seien Sie auf alles vorbereitet und halten Sie die Kommunikationskanäle offen. Wir sollten bald etwas von unserem Kontakt aus dem Widerstand hören. Oh, sieh mal an, hier gibt es eine Lebensfähigkeitsstufe. Auf geht's. Schicke Aussicht. Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich des Spions Main Tariff. Kommen Sie ins Kralas Song. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exzellenten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Sie könnten Verbündete für uns sein. Im Kampf gegen die Cat bestimmt. Unser Lieferant wartet. Los jetzt, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Unser Lieferant? Auf eine E-Mail von Knight warten, okay? Die Feuerwehr. So, mit dem Widerstandskontakt in Krellas Song reden, das machen wir auch sehr gern. Gut. Jetzt will ich bloß kurz checken, von da sind wir jetzt gekommen, um wieder auf die Nexus zu gehen, müssen wir dann hier lang wahrscheinlich, ne? Okay. Da musste man ziemlich lange drücken. Oder was ist das hier? Die Docks. Ach nee, sieh mal an. Was gibt's hier zu scannen? Ah, die Pflanze da unten? Die ist aber ein bisschen weit weg. So, aber Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wenn wir von... Wo ist denn jetzt die Tür? Mensch, ich bin ganz verwirrt hier. Da ist die Tür. Warum dauert das denn immer so lange, die zu öffnen? Wenn wir jetzt hier lang müssen, was ist dann da drüben? Wahrscheinlich gar nichts, nehme ich an, oder? Ach doch! Oh, falsche Taste, falsche Taste. Ja, ich habe gerade alles unter Kontrolle. Nee, was gibt's denn jetzt zu scannen immer? Die Dinger? Nein. Ach Mensch. Das können Sie nicht machen. Nimm mal auf G drücken und komm auf H. Dann hätten Sie Ihre Schutzgebühren bezahlen sollen. Okay, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Das ist vielleicht das Einfachste.
Zur Hauptebene. Okay, wir bleiben erstmal jetzt hier. Wir können uns die andere Ecke ja nochmal anschauen. Sagen Sie das nochmal. Na los! Ich weiß nicht, was es hier zu scannen gibt. Naja. Wie sollen wir da draußen überleben? Nicht mein Problem. Die sind nicht besser als die Nexus. Geben Sie uns nicht die Schuld daran, dass Sie Ihre Schutzgebühren nicht bezahlen können. Sloan leitet keine verdammte Wohltätigkeitsorganisation. Was machen Sie mit diesen Leuten? Nichts, womit Sie nicht gerechnet haben. In Port gibt's zwei Regeln. Keine Schusswaffen und du musst deine Schutzgebühren bezahlen. Und was haben Sie dann in der Hand? Die Verbanden müssen sich nicht an die Regeln halten. Sie müssen sie nur durchsetzen. Falls Sie damit ein Problem haben, können Sie sich diesen Arschlöchern anschließen. Pathfinder, es dürfte schwierig werden, den Spion zu finden, wenn man sie aus der Stadt verreist. Das ist wahr. Das ist wohl richtig. Was war das? Nichts. Ich gehe dann mal. Idiot. Das hier geht Sie nichts an. Gehen Sie weiter. Okay. Bleibt mir wohl gerade nichts anderes übrig. Soll das Werbung sein? Dieser Aufbau von dieser Siedlung verwirrt mich total, muss ich sagen. Okay, kommen wir dann wahrscheinlich auch da drüben hin. Kadara Markt. So, wir schauen uns mal ganz kurz hier auf der Karte das Ganze an. Ja, wahrscheinlich geht es dann hier noch in einen extra Bereich, ne? Ist das verwirrend hier? Ja, wir bleiben erstmal hier vorne. Ich wollte mir erstmal die Ecke anschauen. Er steht ja aber auch voll im Weg, muss ich mal so sagen. Wir finden eine Lösung. So wie immer. Ruhe jetzt! Ich habe genug von dieser Scheiße! So, ein Datpad. Neuer Eintrag. Zum ersten Mal seit, naja, 600 Jahren habe ich das Gefühl, dass ich frei atmen kann. Okay, die Luft stinkt nach Scheiße, aber ich habe ein Dach über dem Kopf und Essen im Magen. Schluss mit der Rumrennerei. Kein Armageddon-Planet nach Armageddon-Planet mehr. Ich kann endlich einfach nur erkunden. Denn darum ging's doch, oder? Ich werde das Zugverhalten dieser Manta-Kreaturen erforschen. Vielleicht weiß Ligur etwas. Ist schließlich ihr Heimatplanet. Ich musste so noch ihren Anteil bringen. Du kennst die Regeln. Ja, schon klar. Sag, nette Ausrüstung haben sie da, aber das geht natürlich noch besser. Werfen Sie mal einen Blick in die Konsole. Vielleicht. Wo finden Sie Ihre Waren? Ich bedauere, aber diese Information liegt außerhalb Ihrer Preisklasse. Ja, ist klar. Gut, auch alles Fünferzeug. Ja, das ist jetzt alles so eine Stufe überall, wo wir kaufen können. So, hier gibt's nichts für uns. Ich kann dir nicht viel mehr zeigen. Hier hinten ist auch nichts. Ich dachte, Sloans Anteil wäre groß. So, schauen wir erstmal kurz hier drüben. Ich muss sagen, diese Siedlung verwirrt mich davon total. Davon habe ich reichlich. Kidara fühlt sich geehrt durch ihre Anwesenheit und durch ihre Credits. Endlich bekomme ich mal den Respekt, den ich verdiene. Stets zu Diensten. Ich glaube nicht, dass es ernst gemeint war. Okay, hier gibt es also auch ganz nette Waffen. Auch größere Waffen vor allem. Gut, die N7 Hurricane könnte vielleicht sogar interessant sein. Müssen wir mal schauen. Ich werde das, wie gesagt, alles mal in Ruhe anschauen. Die Optionen abwägen, die wir da so haben. Gilt nicht für ihre Schläge. Ein so zerbrechliches Ding wie sie braucht Schutz. Bei mir finden sie die besten Panzerungen in ganz Kedera. Du hast nicht gerade eine typisch kroganische Stimme, muss ich sagen. Klingt vielversprechend. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Sie finden alles in der Konsole. Ja, oder ich rede mit dir. Ja klar, Cat-Panzerungen ist logisch. Das ist schon mal gut für Drug, gut zu wissen. Und Rebellenpanzerungen für die Menschen dann. Okay. Geht's hier noch weiter? Ah, nicht wirklich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendeine Mission gibt, wo wir an diese Dinger ran müssen. Wenn es hier extra so eine Ecke gibt, wo die sowas hinstellen, wäre das nur naheliegend. Geht's hier durch? Nein, zumindest jetzt gerade nicht. Oh, hier ist sogar mal was, das wir scannen können. Ein Wassertank, ganz toll.
Hallo. Also das Türen öffnen ist schon extrem langwierig hier, ne? Okay. Hauptquartier der Verbanden. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht der Ort, an dem wir unbedingt sein sollten im Moment, aber naja, wir können ja zumindest schon mal schauen. Häftlingsakte Winterreif. Oh, das ist aber interessant. Angara, bla bla bla, bla 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 bla. Anmerkungen, hohe Schmerztoleranz sogar für einen Spion. 4 Verhörsitzungen ohne brauchbare Daten über die Cat. Zum Tode verurteilt durch Sloane Kelly. Oh, das ist aber schlecht. So, wen haben wir hier noch? Gartempala, ein Salarianer. Anmerkungen, Codename Lacerta oder Lacerta. Repräsentant des Scharlatans. Beging vor endgültigem Urteil Selbstmord. Tudum. Und Tesi Fasinth? Keine Ahnung. Anmerkungen, hat versucht, Pflichtsteuer zu umgehen. Verurteilt zu 3 gebrochenen Fingern. Na, das sind doch schöne Strafen, die es hier gibt. So, ja, da kommen wir natürlich noch nicht rein. Ich vermute mal, wir müssen uns dann entweder auf die eine oder die andere Seite schlagen, um mit dem Gefangenen hier reden zu können. Also entweder müssen wir uns mit den... Wie hießen sie jetzt? Also denen, in deren Lager wir gerade stehen, gut stellen, um dann da reinzukommen. Oder wir müssen das wahrscheinlich übernehmen und dann mit Gewalt ihn rausholen. Bericht, Quartiermeister McAfee. Kitis, ich habe wieder 2 Rekruten dabei erwischt, wie sie die Wache durchsucht haben. Wir brauchen Schlösser. Scheißegal, ob das Misstrauen transportiert. Ich traue ihnen ja auch nicht. 3 Kisten mit gutem Bier sind alleine in diesem Monat verschwunden. Und eins dieser Arschlöcher ist der Dieb. Wir tragen vielleicht alle dieselbe Uniform, aber diese Grünschnäbel sind nicht vom selben Kaliber wie wir beide. McAfee. Jede Menge Panzerungen für neue Rekruten. Yay. Ein Modell eines Kettjägers. Das ist aber schön. Nehme ich gerne mit für meine Sammlung. So, hier drüben war auch noch eine Ecke, ne? Kommt man hier durch? Nein. Und hier kommt man auch nicht durch. Natürlich. Also werden wir früher oder später mal mit Sloane reden müssen. Oh, echt. Diese Türen sind furchtbar. Okay. Also hier gibt es ansonsten nichts mehr für uns. Schauen wir doch mal die Ecke an. Mein Volk wird das nicht zulassen. Ohne uns hätten die Cat die Angara schon längst abgeschlachtet. Undankbarer Penner. Okay, ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Crawler's Song. So, sprechen wir noch mal mit dem Rekrutierer hier. Pathfinder, sind Sie vielleicht an den Diensten des Kollektivs interessiert? Woher wissen Sie, wer ich bin? Das Kollektiv legt großen Wert darauf, über alle wichtigen Ereignisse und Personen in Helios Bescheid zu wissen. Das klingt eher nach Informationsmaklern als nach Piraten. Das eine schließt das andere nicht aus. Was genau geht zwischen dem Kollektiv und den Verbanden eigentlich vor? Offiziell überhaupt nichts. Und inoffiziell? Wir stecken unsere Grenzen ab, Pathfinder. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Wer ist der Scharlatan? Es scheint niemanden zu geben, der mir darauf eine klare Antwort geben kann. Der Scharlatan ist unser Anführer und eine Privatperson. Selbst ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Sie nehmen Befehle von jemandem an, den Sie nicht kennen? Ich bin einigen seiner Vertreter begegnet. Leuten, die im Namen des Scharlatans sprechen und seinen Willen umsetzen. Aber wer auch immer der Scharlatan ist, ob Mann oder Frau, er versorgt uns. Mit Informationen, Unterstützung, Ressourcen. Und das genügt mir. Klingt wie eine neue Version des Shadow Brokers, kann das sein? Mir ist nicht ganz klar, was das Kollektiv eigentlich ist. Verständlich, denn wir haben viele Facetten. Stellen Sie sich uns als Dienstleister vor. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden. Selbst wenn es darum geht, andere zu töten und zu bestehlen. Überleben ist ein schmutziges Geschäft, Pathfinder. Im Gegensatz zu den Verbanden sind wir jedoch nicht von Hass getrieben. Ich bin mir sicher, der Scharlatan wäre durchaus bereit, mit der Nexus zusammenzuarbeiten. Sofern sich die Initiative als vernünftig erweist. Mal angenommen, ich würde mich Ihrer kleinen Gang anschließen wollen. Wie würde ich das anstellen?
Sie sind zwar deutlich berühmter als unsere üblichen Mitglieder, aber die Entscheidung, wer sich uns anschließen darf, liegt alleine beim Scharlatan. Wenn Sie Potenzial haben, wird unser Anführer an Sie herantreten. Üblicherweise geschieht das durch einen seiner Vertreter. Und dann? Für einige war es das schon. Andere müssen möglicherweise eine Prüfung bestehen. Es ist bei jedem Rekruten anders. Okay, gut zu wissen. Danke für Ihre Zeit. Gerne, Pathfinder. Nichts zu danken. Ich denke, das wird dann früher oder später auf uns zukommen. Gut, schauen wir uns jetzt erstmal hier unten um und finden unseren Informanten. Aber wir haben es ja schon rausgefunden, was es der Informant gleich sagen wird, wo wir die Person, nach der wir eigentlich suchen, finden können.